Nee, noch nicht. Ah, jetzt. Wäre jetzt cool gewesen, wenn es geklappt hätte. Und wir können mit dem Zuckerrohr noch eine Runde fahren. Sehr gut. Was habe ich denn da noch? Achso, das ist eine Schaufel. Eine Runde Zuckerrohr. Ups. Habe ich ein bisschen zu tief abgebaut. Schon ist das Ganze eingekreist hier. Ach ja, wir müssen unsere Lücken hier noch schließen, die ich hier gerissen habe. So. Cool, dann haben wir jetzt einen Zuckerrohrteich. Komplett umschlossen von Zuckerrohr. Den restlichen Zucker, den schmeißen wir da weg, weil ich will die ja nicht sammeln unbedingt. Aber wenn wir mal was brauchen, können wir es hier ganz einfach holen. Ansonsten ist es hier auch ganz cool. So. Dann müsste jetzt hier noch der Sand weg, weil der würde runterfallen, wenn ich jetzt da unten den Stein wegmache. So. Das kann wehtun. So. Den Stein machen wir auch noch weg. Sehr cool, und dann müsste man da oben dann mit Erde zumachen, habe ich jetzt bloß gerade keine mit. Wir können jetzt hier unsere Schutzecke noch fertig bauen. Dass man hier tatsächlich eine Tür braucht, um rauszukommen. Die können wir ja dann noch setzen. Mir ein bisschen freiräumiger, können wir hier noch ein bisschen größeren Raum draus machen. Dass ich hier auch ein bisschen bewegen kann. Jo, taugt. Von außen kann man es auch nochmal schön beleuchten. So, zack. Ich jetzt tiefer gemacht als drüben, okay. So. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Da könnte man hier unten eigentlich Glowstones reinsetzen. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde, aber da für den Moment machen wir hier hinten einfach mal diesen hier. Weiß jetzt, die Cobblestones schauen jetzt an der Stelle jetzt nicht sonderlich geil aus, aber das macht jetzt auch mal nichts. Das kann man ja immer noch verfeinern, wenn man will. Ob ich das will, keine Ahnung. Mal schauen. Ne, mal schauen. Gut. Jetzt nochmal von oben ran, machen da noch ein bisschen Sand drauf. So, und dann müsste man das hier noch mit Erde irgendwie dicht machen. Aber
vielleicht tatsächlich wieder eins tiefer als jetzt, weil dann können wir oben mit Sand zumachen, dann sieht man es oben nicht so. Ja gut, es ist total unauffällig, aber naja, und wir schauen es uns jetzt nochmal von unten an, das ist nochmal so eine kleine Zusatzarbeit. Jo, kann man mal machen, jetzt wäre es halt nur noch spannend zu sehen, wie es dann in der Nacht aussieht hier. Also hat das jetzt nochmal einen ganz netten Effekt, auch wenn man da nicht mehr wirklich dran vorbeikommt. Gut. Ja, jetzt habe ich noch 3 Minuten übrig, um die Aufnahmesession abzuschließen. Und dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zu dem Höhlensystem, was wir vorhin noch gesehen haben, mal relativ am Anfang. Und dann schaue ich mal da kurz nach, ob da irgendwas Besonderes zu sehen ist. Ich nehme mal an, nein. Was ist das hier schon? Oh Gott, wie lieb's guckt. Schade. So. Okay. Ja gut, die Shape, also die Form ist schon ein bisschen interessanter. Vor allem, weil das hier schon ziemlich gut ausgehöhlt ist. Man muss hier nicht mehr wirklich viel aushöhlen, aber sie geht nicht sehr tief. Also man hatte jetzt keinen endlosen Weg in die Tiefe, soweit ich das sehen kann, ne? Das sieht mehr so wie so ein ausgehöhltes Wasserloch aus, wobei das hier ist schon wieder ziemlich massiv hier. Wenn man da runterkommt, könnte man auch ein, zwei Sachen finden, glaube ich. Sieht es in der Richtung aus, da ist zu. Also wenn man hier wirklich in die Tiefe geht, da ist auf jeden Fall ein System, da kann man auf jeden Fall runter. Ob es sich lohnt oder nicht, müsste man ausprobieren. Aber sonst für den Moment müsste das dann passen. Was ist, wieso ist hier, achso, das, die Schafe fressen hier, ne? Upsi. So. Jo, was bleibt noch zu sagen? Das war jetzt die Aufnahmesession für dieses Mal. Ich muss die Verabschiedung ein bisschen ziehen, damit ich noch 10 Minuten rauskriege. Hehe. wir haben ein paar Diamanten gefunden, sind jetzt bei 30, eigentlich 33, aber ich habe ja noch eine Spitzhacke gemacht aus unseren Erzeugnissen. Und und haben hier einen kleinen Wasserfall eingebaut, haben ein bisschen durch die Lavafelder gegraben, haben unser Häuschen vervollständigt, sind da jetzt auch komplett sicher, sind auch vom Regen geschützt. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, wie ich dachte. Das System ist eigentlich ganz gut. Und ja, das nächste Mal schauen wir dann, was wir machen können. Diamantenjagd wird jetzt dann vielleicht so ein bisschen eintönig auf Dauer. Wir haben unser Dorf auch immer noch nicht fertig. Es stehen auch noch ein paar Stände aus, die noch nicht wirklich gebaut sind, glaube ich. Ich glaube, 2 Stände fehlen noch komplett. Da habe ich die Schilder aber, glaube ich, schon aufgestellt. Muss ich nochmal schauen gehen dann. Also wir können rein theoretisch auch mal wieder zum Dorf zurück, dann vorm Jahreswechsel noch. Fertig wird keins der Großprojekte mehr, glaube ich. Dafür ist einfach nicht mehr genug Zeit für den Rest des Jahres, auch wenn die Folgen stetig noch jeden Tag kommen bis Silvester. Werden wir die großen Sachen hier nicht mehr fertig kriegen. Das hier ist jetzt eine kleine Sache, die wir fertig bekommen haben. Unsere Sumpfbasis, von der aus wir wirklich einen guten Draht auch zur Verpflegung haben, hier gar kein Problem mehr damit haben, haben Diamanten ohne Ende, die wir uns nach und nach erfarmen, und haben wir auch genug, um hier rein theoretisch was komplett Neues anzufangen, werden wir aber erstmal nicht tun. Für nächstes Jahr weiß ich noch nicht, wie es mit Minecraft weitergeht. Es wird weitergehen, es wird anders und es wird weniger, aber es wird weitergehen, und dann schauen wir mal, wie das Minecraft dann auf dem neuen, neuer Kanal, auf dem neu
gestalteten Kanal, so muss ich sagen, neu gestalteten Kanal seinen Platz finden wird. Und ich versuche jetzt mal noch ein Thumbnail hinzukriegen. Ist das ein gutes Thumbnail? So, Moment. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Thumbnail nehme, aber dann könnten wir hier noch versuchen, das Kreuzchen noch so ein bisschen zu verstecken. Ja. Fällt kaum auf. Okay, ja, also wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet in Minecraft. Ich würde es an eurer Stelle ausnutzen, weil ab dem 31.12. ist mit Minecraft in dieser Form erstmal Schluss. Wir werden die Welt weiterspielen, wir werden Projekte vielleicht fertig machen, werden viel im Kreativmodus sein wahrscheinlich, um so unfertige Sachen noch fertig zu kriegen. Ob noch andere Sachen mit Minecraft kommen, mag ich nicht versprechen, aber auch nicht ausschließen. Fakt ist auf jeden Fall, dass es weniger wird und seltener wird. Und deswegen haut nochmal in die Tasten, schaut euch die Folgen nochmal durch, wenn ihr was verpasst habt, weil ab nächstem Jahr gibt es die Regelmäßigkeit in der Form nicht mehr. Das wäre es von meiner Seite gewesen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet einfach das nächste Mal wieder rein und wir sehen uns dann wieder in Minecraft in der PlayStation 4 Edition. Bis dahin sage ich Servusla und natürlich, ganz sicher natürlich, darf man ja nicht vergessen, gute Nacht.